Bedeuten große Ohren, dass man gut zuhören kann? Das wäre doch naheliegend. Aber es stimmt nur fast. Denn es ist das Mittelohr, was etwas über deine Zuhörfähigkeit verrät. Und was? Das erkläre ich dir hier in diesem Video. Leg du dir schon mal einen Handspiegel zurecht, damit du genau gucken kannst, was deine Ohrform über dich aussagt. Ich bin Anita Hornling, ich bin Expertin für Face Reading und Psychophysiognomik und ich zeige dir, welche Talente und Begabungen dir ins Gesicht geschrieben stehen. Wir schauen uns jetzt diesen mittleren Teil des Ohres mal genauer an. Aber wie bestimmen wir den überhaupt, diesen mittleren Bereich? Ganz einfach eigentlich, wir teilen das Ohr in drei Teile. Das Oberohr, das Mittelohr und das untere Ohr, quasi das Ohrläppchen. Ja, und ist dieser mittlere Bereich dominant, das heißt größer als der obere und untere Bereich des Ohrs, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch ein guter Zuhörer bzw. eine gute Zuhörerin ist. Wie hier auf diesem Foto. Da kannst du sehen, dass dieser mittlere Bereich wie so eine Auffangschale ist für Töne. Verbunden ist damit auch noch das Talent eines guten Klangempfindens. Und eben auch die gesprochene Sprache wird sehr intensiv aufgenommen, mit allen Nuancen und allen Schwingungen. Das heißt, so ein Mensch ist wirklich ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin, weil er oder sie einfach auch den Subtext mitbekommt von gesprochener Sprache. Also nicht nur die klare Bedeutung auf der rationalen Ebene der Worte, sondern was schwingt da noch mit? Was für eine tiefere Bedeutung hat das? Welche Gefühle nehme ich da noch wahr? Denn das Ohr insgesamt steht für unsere seelischen Bedürfnisse. Im Face Reading ist das Ohr das Ausdrucksareal für unsere Tiefenschichten. Mega spannend. Was deutet denn darauf hin, dass das Ohr etwas mit unseren Tiefenschichten zu tun hat? In erster Linie die Tatsache, dass das Ohr bei einem Embryo im Mutterleib das erste Sinnesorgan ist, was ausgebildet wird. Und in der 28. Schwangerschaftswoche bereits ist es fertig. Und wenn wir so ein Baby, ein Neugeborenes sehen, dann ist das Ohr auch das, was uns am vollkommensten schon vorkommt, was quasi fertig ist. Und es verändert sich im Laufe des Lebens auch nicht mehr grundlegend. Alles andere an so einem, ja, Neugeborenen ist ja natürlich noch voll in der Veränderung. Für alle Teilnehmer in meinen Ausbildungen ist das Ohr auch immer ein mega interessantes Areal. Was man da alles sehen kann an diesem, ja, an diesem kleinen Organ, was wir da haben. Aber es ist ja, wie du jetzt gemerkt hast, so was Essentielles. Es bringt uns mit uns selbst und der Umgebung in Verbindung. Wir hören und wir haben sofort eine Emotion. Wenn du Musikstücke hast, die in deinem Leben etwas bedeuten und du hörst sie, bist du sofort mit der Situation, mit der bedeutsamen Situation in Kontakt, auf allen Ebenen, mit all deinen Emotionen. Du fühlst, wie du dich gefühlt hast, als du dieses Lied, dieses Stück gehört hast oder bist mit dieser Lebensphase, mit dieser Situation sofort in Verbindung. Und deswegen ist diese Zuhörfähigkeit, die wir an diesem großen Mittelohr erkennen, auch ein wirkliches Zuhören, ein Einlassen auf das, was ein anderer Mensch aussendet. Und es hat viele, viele Ebenen, die wir in unserem Innern dann abgleichen und wo wir die Möglichkeit haben, auf tiefer Ebene wahrzunehmen, zu verstehen und dann auch entsprechend zu reagieren. Also ein guter Zuhörer ist auch emotional beteiligt, mit all seinen Erfahrungen, mit all dem, was er selber auch zur Verfügung hat, gleicht er die Schwingung ab, die er aufnimmt über die wunderbaren Ohren.
Also, ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht auch auf dein Ohr, auf das, was an seelischen Bedürfnissen in deinem Ohr zu lesen ist. Da gibt es nämlich noch ganz viel. Es gibt natürlich musikalisches Talent, was wir am Ohr erkennen können. Das hat ja ganz stark mit dem Hören zu tun. Aber wir können auch schauspielerisches Talent am Ohr erkennen. Wir können den Wunsch nach geistiger Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung am Ohr erkennen und so weiter und so fort. Wenn du neugierig geworden bist auf das Thema Ohr, dann nimm mit mir Kontakt auf oder besorg dir direkt mein Lehrbuch. Ich packe den Link hier rund um dieses Video oder mein Kartenset oder mein Selbstlernkurs. Ich habe so viele schöne Produkte entwickelt, damit dir der Einstieg in die Psychophysiognomik, ins Face Reading leicht gemacht wird. Und wenn du total Feuer gefangen hast, dann kannst du natürlich auch dich zum Face Reading Coach ausbilden lassen bei mir. Zweimal im Jahr startet eine Ausbildung. Sie dauert ein halbes Jahr, ist online basiert und macht mega Freude. Ich freue mich, wenn du zu mir Kontakt aufnimmst. Ganz unkompliziert mit einem kostenlosen Beratungsgespräch, Vertrau-dich-Gespräch. Und dann können wir all deine Fragen erörtern, die du rund um das Face Reading hast. Ich freue mich auf dich und ich sage einfach, vertrau dich. Bis bald.